Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Slowaka. Weiter geht's mit den Bsadi. Und wir schauen auf den Planeten Inegora 3. Und wenn ihr noch nie was von dem gehört habt, dann macht euch keine Sorgen. Wir hatten ihn bisher nicht im Blickpunkt. Und wir werden ihn auch weiter nicht im Blickpunkt haben. Aber er wird ein Schandfleck werden. Ein Schandfleck unserer Föderation. Denn das ist der Planet des Bentel, der Bentel Republic, mit denen wir seit gefühlten Jahrzehnten, wahrscheinlich tatsächlich seit Jahrzehnten im Krieg sind und die nichts davon mitbekommen haben, während jetzt hier das Lozavata Syndicate, die ihnen jetzt mittlerweile auch den Krieg haben, mit einer 755er Flotte dahin fliegen und das wahrscheinlich trotzdem irgendwie einnehmen werden. Es ist traurig. Hier. Ich weiß nicht, was unsere Flotte da jetzt gemacht hat. Also, naja, wir kommen halt nicht hin. Wir kommen nicht hin. Aber die Belmarcosa, nee, die kommen da auch nicht hin. Wir müssten immer durch die Quintistar hindurch. Es wird Zeit, dass wir uns um die Quintistar kümmern, glaube ich. Na gut, dann haben wir eine Feindflotte in der Nähe. Was soll denn das heißen? Ach, das ist hier im Rubis. Ja, genau. Wir sind gerade durchs Wurmloch geflogen. Hervorragend. Das passt doch. Das finde ich sehr gut. Die 7200er Flotte sollte damit klarkommen, würde ich sagen. Wir könnten natürlich an der Stelle eigentlich auch nochmal ganz kurz gucken, denn wir haben wahrscheinlich. Nee. Haben wir nicht mehr. Aber wir könnten diese Sachen jetzt wirklich auch mal machen. 20 Monate. Cybrex-Geheimnisse. Da wird doch bestimmt was Cooles bei rauskommen. Was machen wir denn gerade? Was erforschen wir gerade hier? Ja, das Habitat. Ach, wir erforschen immer so coole Sachen auch. Das ist irgendwie alles cool. Na gut, dann fliegt da gerne rüber und sorgt dafür Ruhe. In der Zwischenzeit schicken wir schon mal unser Forschungsschiff. Von da oben werden wir das abziehen und zum Erkunden dieses Systems schicken. Und dann können wir quasi auch schon ziemlich direkt. Ah, da kommt noch eine Flotte hinterher. Ja, gut, okay. Die sollten jetzt hier kein Problem haben. Zack, 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 zack. Da war es schon vorbei. Das ist doch schön. Dann können die sich jetzt verbinden. Und das hier ist mal ein Mordsystem. Wie viele Planeten sind denn das? Und Asteroiden und so weiter. Also auf jeden Fall einiges, was ich schön finde. Denn das heißt, wenn wir es denn schaffen, dann können wir da sehr schön eine Station bauen. Wir müssen es halt nur jetzt rechtzeitig schaffen mit dem Forschungsschiff. Ach, warte mal, das Forschungsschiff muss da gar nicht hoch. Das kann hier weitermachen. Völliger Schwachsinn, denn wir haben ja hier direkt beim Wurmloch eins stehen. Das soll hier rüber und dieses System mal erkunden. Und wir haben eine neue Tradition. Das ist auch nicht schlecht. So, ah, oh Gott. Jetzt geht's hier weiter. Wir haben den technologischen Aufstieg, wir haben die gemeinsame Vision. Wir könnten jetzt hier den großen Kampf aktivieren. Verbesserungskosten für Sternbasen reduziert, Baukostenplattformen, Schaden Sternbasen erhöht. Und dann schalten wir die Richtlinie Kriegsdoktrin frei. Wir könnten natürlich auch hier Stadtdistrikte etc. machen und mehr Wohnungen, was ja auch cool ist, aber das machen wir danach. Wir machen das jetzt. Der große Kampf. Und müssen uns jetzt hier einen Aufstiegsslot anschauen. Als erstes allerdings schaue ich mir jetzt einmal an in den Richtlinien, was das heißt. Kriegsdoktrin, da ist sie. Es gibt viele Möglichkeiten, einen Krieg zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen. Wir müssen die Doktrin wählen, die unseren Stärken und Schwächen am besten entspricht. Tiefenverteidigung lässt den Feind zu uns kommen. Wir werden sie für jeden Planeten, jeden Mond und jeden Asteroiden, der in unserem Reich liegt, bekämpfen. Wir werden niemals aufgeben. Feuergeschwindigkeit im Heimterritorium plus 10%. Hit and Run. Ein überlegener Gegner kann durch wiederholte Angriffe und Rückzüge schrittweise reduziert werden. Der Todesstoß wird nur geliefert, wenn die Chancen günstig sind. Rückzugschancen erhöht, Schadensrisiko im Notsprung. Nee, das machen wir nicht. Schnelle Bereitstellung. Wir müssen uns schnell dahin bewegen, wo der Feind am schwächsten ist und dort verteidigen, wo der Feind angreifen will. Schnelle Manöver sind der Schlüssel zum Erfolg. Unterlichtgeschwindigkeit plus 25 und Waffenreichweite plus 10. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Und kein Rückzug. Von unseren Schiffen wird erwartet, dass sie bis zum bitteren Ende kämpfen. Wir werden keinen Rückzug tolerieren. Für unsere Flotte gibt es nur den Sieg oder den Tod. Wir weichen nicht einen Schritt zurück.
Feuerrate Schiffe plus 33%. Das ist natürlich echt heftig. Rückzugschancenreduktion 100%. Die können sich dann nicht mehr zurückziehen. Nein, das wollen wir auch nicht. Also Tiefenverteidigung wäre jetzt, ich denke, wieder wird im Psardischen Rat diskutiert werden. Tiefenverteidigung oder schnelle Bereitstellung. Aber ich glaube, da ich uns auch noch in anderen Territorien sehe, außer dem unseren, würde ich das mal... Achso, das geht gar nicht. Ich dachte, ich könnte es jetzt auswählen. Ich kann es gar nicht auswählen. Na gut, dann warten wir mal, bis wir das auswählen können. Da müssen wir nochmal schauen. Dann müssen wir hier jetzt raussuchen. Gibt es schon neue, größere Geschichten, die wir hier unten haben? Nein, gibt es nicht, aber man müsste eigentlich mal reingucken, weil es gibt bestimmte Dinge, die Technologien erfordern zum Beispiel oder eben eine dieser anderen Aufstiegsvorteile erfordern. Megabauwesen, Orbitalhabitate, drei weitere Ausstiegsvorteile. Sternfestung, haben wir nicht Sternfestung sogar? Ne, haben wir noch nicht, ne? Hatten wir ein paar Mal als Möglichkeit, aber okay, man braucht für die meisten drei andere oder eben irgendeine. Aber hier ist eine. Oder eben irgendeinen Aufstiegsvorteil, wollte ich gerade sagen. Nee, andere oder irgendeine Technologie, wollte ich sagen. Aber hier bei der Transzendenz zum Beispiel ist es Verstand über Materie, was man vorher genommen haben muss. Und das wäre dann zum Beispiel... das wäre hier gar nicht. Na gut. Gibt es hier irgendwas, was wir haben müssen noch? Kolossprojekt, brauchen wir Titanen. Evolutionskontrolle erfordert organisierte Evolution. Was würde das geben? Noch mehr 3 Genmodifikationspunkte. Ja, wollen wir uns so... Sind wir Steine da so drauf erpicht? Produktion Roboter erhöhen? Ich glaube gar nicht. Schauen wir mal, was wir hier erstmal ohne, dass wir uns das genauer angucken, was daraus entsteht. Was uns da gut zustehen würde. Vertrauensmaximum der Untertanen, Einflusskosten für Untertanenintegration. Wir haben gar keine Untertanen. Fähigkeitsstufe Anführer und Erfahrungszuwachs Anführer. Ja, Führungsstärke, Erlasskapazität plus 2. Wir haben noch nicht einen Erlass rausgegeben. Imperiales Vorrecht natürlich möglich. Kostenblocker entfernen und Meister der Natur. Gesegnete Welten wollte ich ja eigentlich nicht machen. Wobei die was machen? Reichsweitendienstleistungen wie Einigkeitsproduktion für... Nee, das machen wir nicht. Sternbasenkapazität habe ich bisher auch nicht so gesehen. Einflusskosten für Sternbasen und Ansprüche brauchen wir eigentlich jetzt auch nicht mehr. Also Sternbasen brauchen wir nicht mehr. Ansprüche wäre natürlich nochmal gut, da einzusparen. Flottenkapazität plus 80... Das wäre auch mal eine Aktion. Unterhalt Roboter minus 10, Baugeschwindigkeit Bewohner plus 10. Da gibt es auch schon 3 Genmodifikationspunkte. Und hier gibt es Sensorreichweite. Also möglich sind, finde ich, Beherrschung der Natur würde ich auch mal rauslassen. Ich weiß nicht, diese Blocker, die werden zwar irgendwann auch wichtig, aber... Wir können diese Forschungsgeschichten, glaube ich, relativ schnell erledigen. Also, wir könnten das Verwaltungslimit um 20% erhöhen. Das wäre eine Geschichte. Wobei wir immer sagen, das ist alles nicht so schlimm. Wobei ich mich wirklich freuen würde, wenn wir das jetzt endlich mal erledigen würden. Denn die Technologiekosten sind schon wieder 12% drüber. Was würde denn das bringen? Heißt das insgesamt? Wird der Bonus hinten draufgelegt? Ja, dann wären das 29 dazu. Richtig? Nee, sogar noch mehr. 10, also 60 dazu fast. Nicht so blöd. Sternbasen, wie gesagt, nicht. Das ist eine andere Geschichte. Die Flotte ist das Instrument, durch das sich der Wille unseres Reichs manifestiert. Ihre Stärke ist es, die über Leben und Tod entscheidet. Flottenkapazität plus 80. Dann können wir richtig fett was bauen. Allerdings wäre es natürlich am coolsten, wenn wir irgendwie... Naja, wenn wir unsere Wirtschaft bzw. unsere Ökonomie irgendwie nochmal richtig nach vorne pushen würden.
Naja, plus 80 oder organisierte Evolution, das wäre natürlich was. Da können wir unsere Jungs nochmal Gen-Saatgutreinigung, keine Ahnung, was das ist, neues Gebäude, Klontanks. Drei Genmodifikationspunkte, da könnten wir, Verzeihung, das ist jetzt so eine Folge, wo ich am Anfang ein bisschen mir da was anschauen muss. Jetzt müssen wir uns das mal anschauen. Vorlage bearbeiten. Man könnte noch einen dazu nehmen, offensichtlich. Was hätten wir denn, was wir dazu geben könnten oder abziehen könnten? Wir haben jetzt so negative Sachen, haben wir gar nicht. Erfinderisch, Mineralien, nochmal intelligent obendrauf. Ich weiß gar nicht, ob das geht mit dem physischen Teil, was wir da jetzt genommen haben. Mit dem Begabten der Ingenieure geht es, glaube ich, gar nicht. Handelswert erhöhen. Einigkeit. Ja, das hatten wir ausgerechnet. Das war nicht so richtig geil. Also es war nicht so viel. Also ich glaube nicht, dass wir auf die Genmanipulation gehen. Richtig stark. Ich weiß auch nicht, wie man Steine noch verbessern soll. Also Roboter, galaktische Macht oder imperiales Vorrecht. Scheiße, ich wollte doch friedlich werden. Aber wir müssen uns ja hier auch durchkämpfen, ne? Unterhalt, Roboter minus 10, Baugeschwindigkeit, Bewohner plus 10. Ach kommt, liebe Leute. Wir haben die Vorherrschaft ausgebaut. Dann machen wir jetzt auch die galaktische Macht dazu. Das heißt, wir haben richtig Platz für mehr Schiffe und können sie uns da nicht leisten am Ende. Aber wir machen ja auch hierbei, wir hätten vielleicht auch das Verwaltungslimit, da hätten wir hier jetzt nochmal ein bisschen gucken können. Ne? Naja, man wird sehen, ob das die richtige Entscheidung war. Auf jeden Fall haben wir jetzt 264. Ah, okay, das ist also nochmal deutlich höher als vorher. Ah, nee, doch nicht. Wir hatten 200. Nee, hatten wir 180? Echt? Scheinbar. Ah, nee, die plus 15 und plus 20% kommen, glaube ich, am Ende obendrauf. Deswegen ist das da nochmal so viel. Also ich glaube, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen ausbauen, ich würde nochmal einfach zum Spaß. Warte mal, wie viel haben wir denn hier? 2,2 momentan. System Survey noch eine Amöbe bauen. Wissenschaftler hat eine neue Stufe erreicht und wir haben das Nuranka-System hier oben jetzt erkundet. Der braucht jetzt wieder die gleichen Befehle, die er vorher schon mal hatte, die ich ihm weggenommen habe, weil ich dachte, ich bräuchte ihn weiter unten. Und wir haben eine neue Forschung. So, was haben wir denn? Die Barriere-Punktverteidigung. Können wir die Amöbe gleich wieder verbessern? Jetzt bauen wir gerade schon wieder eine. Was haben wir denn hier? Schildkondensator. Fortschrittliche Schilde. Das finde ich gut. Fortschrittliche Reaktorverstärker brauchen wir nicht. Nullpunktreaktor vielleicht. Hyperantrieb auch nicht schlecht. Wir machen jetzt erstmal die Schilde. Da ist ja auch am besten hier. 10 Monate. Und jetzt gucke ich mal ganz kurz, ob wir im Situationsprotokoll. Aber nee, natürlich dafür haben wir natürlich nichts. Wo ist denn nochmal? Nee, das ist hier. Genau, das war da. In dem Ding. Und unser Terraform-Ding. Wo ist das nochmal gewesen? Ah, das müssen wir einfach erforschen. Ja, wir wollten das demontieren, richtig? Genau, weil wir hier nicht riskieren wollten, dass die jetzt da alle sterben auf dem Bumgar. Deswegen werden wir das mal nach dem Habitat reinbringen. Das Nivogi-System. Hier ist auch ein Kurator. Ah ja, okay. Ach so, ja, Jeremy, du hast gesagt, ich habe doch jetzt genug Geld, um bei den 13.000, da hast recht, um bei den, na, wie heißen sie, also bei diesen Forschungstruppen hier, wo
wo wir gerade ja quasi einen neuen noch gefunden haben, bei denen mal was zu besorgen. Jetzt ist die Frage, ob wir das wollen. Könnt ihr uns bei unserer Forschung unterstützen? 5000 Forschungsgeschwindigkeit plus 10% für 120 Monate. Das ist tatsächlich gar nicht so doof. Das könnten wir mal machen. Was hattet ihr sonst noch? Die Mysterien des Universums, genau. Aber gab es nicht da noch eine andere Enklave hier ein bisschen näher dran? Wenn die uns dann auch ein bisschen lieber mögen, sollten wir lieber die nehmen, die näher dran ist, glaube ich. Aber wollen wir das wirklich schon ausgeben? Ich habe ja immer noch das Gefühl, dass ich durchaus ein bisschen... Ich baue mal erstmal noch ein paar Schiffe. Und dann schauen wir mal, wie schnell das wieder runterfällt. Und dann holen wir uns die Forschung. Momentan habe ich nicht das Gefühl, dass wir so langsam sind mit der Forschung. Ich glaube, das geht tatsächlich. So, ökologische Anpassung. Wir können ab jetzt bewohnte Planeten per Terraforming verändern. Das heißt, wir können auch nicht terraformen, aber wir können bewohnte Planeten terraformen. Und wir haben das Habitat fertig. Eine autarke Raumstation für permanente Besiedelung. So, jetzt könnten wir die Sternenfestung gleich hinterher schicken. Mineralverarbeitungshub, Schwarmraketen. Haben wir noch was Billiges? Ja, die Schwarm- und Weltraumtorpedos hier sind tatsächlich relativ günstig. Ich mache mal die Schwarmraketen dazwischen. Hier hätten wir die Chemowonne als Lebensstandard. Genau, ja, wir haben noch nicht mal so ein bisschen Lebensstandard. Hier würde ich mal die Sozial... Moment, das ist teuer. So, jetzt schieben wir mal hier diese kleinen Dinger dazwischen. Das dauert 4 Monate. Und jetzt gucken wir mal Sozialforschung. Und da haben wir nämlich die Übersetzung der Entdeckertexte. Das können wir nochmal machen in 9 Monaten. Das setzen wir mal dazu. Und hier wollen wir beim Terraforming-Projekt da die Ausrüstung bitte demontieren. Das dauert 2 Monate. Und dann bin ich mal gespannt, was da rauskommt. Und hoffe mal, dass sie das gut bis sehr gut demontieren. Wo ist unser Konstruktionsschiff da? Die kann schon mal, das kann schon mal hier rüberfliegen. So, dann schauen wir mal auf unseren Planeten nochmal vorbei. Kormat hat einen Spezialisten, aber der ist einfach nur sauer. Der hat eigentlich genug zu tun. Hier haben wir eine Wohnung zu wenig. Haben wir schon neue... Nein, doch, wir hatten 5 seltene Kristalle. Liebe Leute, dann sollten wir zum Beispiel eine Verwaltungsanlage nochmal verbessern, glaube ich. Wir haben auch 2 exotische Gase. Wir könnten also theoretisch auch nochmal ein Forschungslabor verbessern. Aber das sollten wir natürlich vielleicht da machen, wo wir auch ein Forschungsoberzentrum haben. Das ist momentan nur auf Habsat der Fall. Das Forschungsinstitut nämlich. Und auf Gish könnten wir das auch alles machen. Vielleicht nehmen wir das mittlerweile auch an, dass die Priki hier Teil von uns sind. Aber auf Dexalon ist irgendwie besser, oder? 4 Wohnungen, keine Jobs, 19 Leute. Dann gibt es jetzt schicke neue Jobs. Ein seltenes Gas, einmal Forschungskomplex. Okay, und dann würde ich gerne auf... Das könnten wir auch auf Gish machen eigentlich, aber wir haben noch irgendwo so ein... Ah, die haben wir schon beide hochgepusht. Dann machen wir das tatsächlich hier. Dann bringen wir jetzt diese Verwaltungsbüros einmal auf die nächste Stufe. Und dann schauen wir mal, ob wir damit schon weiterkommen. Ansonsten schauen wir mal auf. Der Terraforming-Komplex wurde demontiert auf Dwunga, auf der angeblichen Science-Station, aber ist sie noch nicht. Unsere Wissenschaftler haben die sichere Demontage des aufgegebenen Terraforming-Komplexes auf Dwunga Bzat Hawol Science abgeschlossen. Wir wissen immer noch nicht, wer sie gebaut hat, aber die Ausrüstung ist bemerkenswert fortschrittlich. Sie sollte unseren eigenen Forschungsbemühungen um Terraforming-Methoden einen willkommenen Schub geben. Hervorragend. Ja, wäre schön, wenn es wirklich um Terraforming gehen würde und nicht nur allgemein um die Sozialforschung. Aber gut.
So, hier wollte ich einmal gucken, wie es mit den. Hier ist halt mit dem Job, aber da kommt gleich so ein Teil dazu. Hier ist noch ein Job, da noch zwei, da auch nur noch einer. Drei. Hier sind bald keine Wohnungen mehr. Wir haben aber nur noch einen einzigen letzten Distrikt hier zu machen. Ich denke, das sollte sowieso ein Stadtdistrikt werden, damit wir da genug Leute rein. Ja, das muss ein Stadtdistrikt werden, eigentlich hier auf Habsat, damit noch ein paar Leute reinpassen. Oh, ein Sadi. Ja, er ist auch noch da. Dann schauen wir doch nochmal. Hier zum Beispiel Alplade oder Turopia. Wir könnten auf Turopia noch so ein Teil bauen. Ich glaube, da gab es sogar auch Kristalle, wenn ich mich richtig entsinne. Neun, nur noch ein Job. Naja, warum nicht? Bringen wir ihn nach Turopia, den guten, beziehungsweise den armen Sadi, der da so abhängt. Und damit haben wir da einen Hausplatz frei. Und jetzt gucke ich hier nochmal, denn ich glaube, nur hier war das möglich mit diesen Kristallminen. Ja, tatsächlich. Kristallabbauer. Wobei wir jetzt gerade ja ganz schön viel Kristalle haben, ne? Können wir eigentlich noch so eine Gasdingsterbums da hier auch einbauen? Ne, es gibt nur eine. Schade. Schade eigentlich. Ach, wir können ja hier verbessern. Wir haben schon haufenweise wahrscheinlich solche Dinger, die wir verbessern können. Was wollen wir denn dann machen? Dann wollen wir jetzt hier Legierungen bauen. Oder bauen wir uns hier noch eine Roboteranlage? Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Allerdings brauchen wir auch dafür Legierungen. Ja, ich glaube, wir fangen mal an wieder mit Legierungen. So langsam aber sicher. Und dann sollten wir hier auch das zum planetaren Außenposten ausbauen. Beziehungsweise, die bauen ja jetzt gerade was. Ich gehe mal von oben durch, wo wir das hier verbessern können, wo wir das Stadtzentrum aufpushen können. Auf Turopia geht es auf jeden Fall. Das haben wir gerade schon gesehen. Ja, sind doch nicht so viele, wo man es schon machen kann. Also gar keiner, außer Turopia. Na gut. Drei Dienstleistungen, drei Wohnungen. Ja, komm. Wir lassen es erstmal bei der Legierung. Es geht ja sowieso nacheinander. Gut, weiter geht's. Wie sieht's hier unten aus? Ist das langsam mal erforscht? Wo ist. Bist du langsam unterwegs hier? Können Sie das ja mal anschauen, wie das mit dem Wurmloch funktioniert. Komm, flieg. Ich weiß, es spielen ganz viele Leute auf sehr schnell und ich spiele mal maximal auf schnell. Ja, so sieht's aus. Flupp war er weg. Können uns hier nochmal die beiden Planeten anschauen. Die Präriewelt hatten wir schon mal gesehen. kennen wir Präriewelten? Ich würde mich interessieren für eine Retinalwelt, weil ich gar nicht weiß, was das ist. Felsige Welt mit einem Stickstoff-Sauerstoff, mit einer Stickstoff-Sauerstoff-Atmosphäre, aktive und stabile Hydrosphäre mit großartigen Landmassen, die durch Ozeane getrennt sind. Das Pflanzenleben basiert auf Retinaldehyd anstelle von Chlorophyll, wodurch der Planet einen charakteristischen violetten Farbton erhält. Das ist ja cool. Das finde ich cool. Das ist bestimmt durch die Mod auch wieder. So, Rehabsat. Habsat ist dicht, sagt uns gerade. Die haben auch keine Wohnung mehr, aber dafür bauen wir den Stadtdistrikt. Hier könnten wir aber jetzt irgendwelche Blocker entfernen. Und das sollten wir wahrscheinlich auch langsam mal angehen, denn hier gibt es schon wieder industrielles Ödland. Das gibt es wahrscheinlich schon lange. 300 kostet das, das wegzumachen. Das machen wir mal. Auch wenn uns das nur Landwirtschaftsdistrikte bringt. So, wollen wir hier auf dem Reaksat-Verwaltungszentrum noch die letzte Verwaltungsstation jetzt bauen? Beziehungsweise wir verbessern gerade eine, ne? Vielleicht reicht das dann schon. Oder sollten wir hier nochmal, wir haben hier Planetengröße 15, auch nur noch drei Distrikte, dann ist Schluss. Eigentlich sollten wir das alles mit Stadtdistrikten ausbauen, damit hier wir noch ein paar Gebäude bauen können, wenigstens, glaube ich.
Oder wollen wir was ganz Heißes machen, was ganz anderes oder sowas? Moment, auf iPlada haben wir auch noch einen Platz dazu bekommen. Auch das ist schön. Was haben wir hier als Industriewelt? Haben wir das derzeit gekennzeichnet? Da sollten wir auf jeden Fall eine Legierungsgießerei mal reinbauen. Und auf Reag, da haben wir tatsächlich ein Theater. Ist das zu fassen? Ein Tempel finde ich gut. Endlich mal ein bisschen Einigkeit hier. Und Sozialforschung? Warum nicht, oder? Komm, ein Tempel kann nicht schaden. Den können wir auch schön ausbauen. Mal was ganz Verrücktes bauen. So ein Tempel. So, wie weit ist er denn? Er ist gleich fertig. Na, dafür, dass es so viele Planeten und Asteroiden hier gibt, gibt es hier erstaunlich wenig Zeug. 2, 3, 5 Mineralien, 4, naja, 7 Handelswert ist nicht schlecht. Und ein bisschen Physikforschung. Aber eben 2 Planeten. Gut, das Spezialprojekt ist abgeschlossen. Wer hätte das gedacht? Die gefundenen Texte waren weitere Lehrstücke von Telisa, der Geschichtenerzählerin. Dieses Mal handelt es sich um philosophische Gedanken und die Analyse bedeutender Fragen. Ihre Lehren haben uns große Einblicke gewährt, wie man bessere politische Resultate erzielen kann, indem man verschiedene Gemütsfassungen anwendet und bedeutendere Fragen als Reformfokus setzt. Lehren der Meisterin, philosophische Denkweise. Und wir haben eine Forschung fertig. Jetzt müssen wir mal kurz mal pausieren. Fortschrittliche Schilde. Sehr gut. Dann schauen wir mal weiter. Den Phasendisruptor, Produktion der Handwerker, verbesserte Forschungskomplexe. Und Hyperschilde, Phasendisruptor, Tarion-Sensoren. Wir machen die verbesserten Forschungskomplexe, dann können wir die noch verbessern. Und wir schauen jetzt mal, wo wollte ich gerade reinschauen? Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wegen der Forschungskomplexe hier. Wo wollte ich denn gerade hinkommen? Also entweder Schiffsdesigner, um die Dinger einzubauen, aber das war es nicht. Genau, ich wollte in die Erlasse gucken. Ich wollte mal gucken, ob wir nicht endlich mal hier ein bisschen was losschicken wollen. Diese philosophische Denkweise würde uns die Sozialforschung erhöhen. 12 Jahre und 6 Monate lang. Kostet uns allerdings Einfluss, den wir eventuell jetzt gleich mal brauchen. Wir können aber jetzt tatsächlich mal gucken, was wir mit unseren Gasen und Kristallen so anstellen können. Denn wir haben auf jeden Fall Kristalle und Gase so ein bisschen übrig. 384. Trefferpunkte Schilde erhöhen, Unterlichtgeschwindigkeit erhöhen, Terraforming-Gase, das können wir dann irgendwann machen, wenn wir dann endlich mal terraformen dürfen. Wie viele flüchtige Teilchen haben wir? 200, nicht so viel. Aber das hat auch alles was. Sensorreichweite plus 1, Energiewaffen, Vertrauenszuwachs, das ist es irgendwie nicht, was ich jetzt hier gerne machen wollen würde. Bewohnerunterhalt der Konsumgüter könnte man mal machen. Erfahrungszuwachs der Anführer. Erkundungsgeschwindigkeit, Gesinnungswechsel. Priester brauche ich auch nicht. Produktion Forscher plus 10% erhöht den Unterhalt von Forscher um 1. Einen Gesandten dazu. Solange wie wir. Diese 75 sind aber dann, also die 75 gebe ich einmal aus und dann bleibt das an. Das kann ja nicht sein eigentlich. Das müsste ja dauernd was kosten, oder? Tja, liebe Leute, ich sehe nichts, was mir gerade richtig was bringt. Vielleicht bin ich blind. Was ist denn auf Kormat? Wer ist denn dieser Lagernschuss? Der Spezialist in der Arbeitslosigkeit. Was hat er denn? Das Rubis-System ist fertig. So, jetzt holen wir uns das auch. 75,90. Genau, dafür wollten wir die Dinger aufbewahren. Und dann bauen wir, sobald das fertig ist, gleich hier oben noch was. Wir schicken in der Zwischenzeit unser Forschungsschiff mal nach Asbemade. Und dann schicken wir die Amöbel zur Made. Gott, war das ein Wortwitz. So, was machen wir denn jetzt? Jetzt müssen wir Kolonieschiffe bauen.
Möglichst nah dran. Wo können wir das denn? Dum, 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 dum. Bsat wäre natürlich möglich. Alplade ist alles zu weit weg. Isviria ist genauso weit weg wie Bsat eigentlich, oder? Ja, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da ist Bsat sogar noch näher dran. Aber auf Jan. Ne, da können wir nichts bauen. Richtig? Ne. Dann bauen wir es einfach wieder auf Bsat. Ein Kolonieschiff, bitte. Und bitte wieder nicht mit diesen ganzen Leuten, sondern mit unseren. Tja. Welche sind es denn jetzt? Schnelle Lerner, das müssten doch die hier sein, oder? Normalisch, langlebig. Ne, hier oben sind sie. Da sind sie. Begabte Ingenieure. Die wollen wir haben. Unsere Hauptsadis. Und dann werden wir das mal besiedeln. Und dann müssen wir natürlich gucken, wie sich da das Janari-Hive dazu so verhält. Das ist okay, du kannst weitermachen. Wir können denen ja tatsächlich mal. Wollen wir der Ikazuri Trade Union das mal den Typen da mal abnehmen? Können wir mal gucken, wie es denen so geht. Also wie es denen mit uns so geht. Beziehungen sind herzlich, das ist schon mal schön. Tja, ich würde sie gerne in den Assoziationsstatus mit einbringen, aber das geht ja nicht. Wie ist denn die. Sehe ich das hier? Ihre Meinung über uns 199 Beziehungen verbessern, liegt bei 127. Das kann noch ein bisschen wachsen. Also da drüben ist noch alles neutral. Insofern ist es in Ordnung. Aber wenn wir das Janari Hive auf unsere Seite kriegen würden, das wäre doch auch nochmal ein guter Partner, oder? Strategisch natürlich schwierig, das in irgendeiner Form zu verteidigen, sollten die angegriffen werden, aber als Partner für. Also, das finde ich gut. Naja, das finde ich gut. So, Forschung, Schwarmraketen. Auch nicht schlecht. Auch nicht so gut. Aber warum nicht? Exotische Gasraffinerien könnten wir uns besorgen. Bergbaustationen. Ich glaube, wir sollten die Gasraffinerien machen. Was haben wir hier noch? Mega-Legierungsgießereien. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Irgendwann werden wir keine Mineralien mehr haben. Ich sehe es kommen. Das kostet auch überhaupt nichts. Ist mir das noch wichtiger jetzt gerade? So, wir machen das mal zuerst. Und liebe Freunde, da ist die ganze schöne Folge auch schon wieder rum. Und wir könnten jetzt eigentlich mal die Flotte so richtig fett machen. Wir haben jetzt 20.000 militärische Stärke hier schon zusammen, unmerklich zusammengebastelt. Und wir können also mindestens nochmal 15.000 oben drauflegen. Ich glaube, damit haben wir uns militärisch auf eine gute Position gebracht. Ich möchte mal ganz kurz gucken. Nein, wir sind immer noch auf Platz 6. Und die Belmarcosa holen auf. Na gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Halt, wartet, wartet, wartet. Wir starten die Geheimnisse. Genau, das mal. Also wir starten beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal starte ich die Erforschung der Geheimnisse der Cybrex als allererstes. Bis dahin, macht's gut.